Schloss Hasenwinkel am 6. Juni 2023. Der Arbeitgeberverband AGV Nord hatte zu einem Unternehmerforum in das Tagungs- und Schulungshotel der Wirtschaft eingeladen. Das Thema: Miteinander, gegeneinander oder aneinander vorbei? Politik und Wirtschaft begreifen. Wir haben da Menschen, die sehr ideologisch denken, die eigentlich nicht viel auf andere hören. Und wenn man dann nicht im Austausch ist, wenn man von der Thematik eigentlich nicht alle Aspekte aufnimmt, ja, dann trifft man am Ende, weil man auch nicht die Entscheidungsgrundlagen hat, die Aspekte alle kennengelernt hat von allen wichtigen Impulsgebern in dem Bereich, dann trifft man nachher keine guten Entscheidungen und da leiden wir alle drunter. Denn Politik verstehen bedeutet auch mal reingerochen. Das Impulsreferat kam von Bernd Buchholz, ein FDP-Politiker, wie er im Buche steht, Mitglied des Landtages und von 2017 bis 2022 Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Ein Mann, der weiß, wie Wirtschaft tickt, weil er selbst lange Jahre in der Wirtschaft tätig war. Heute eher eine Seltenheit. Hat er Angst vor der Zukunft? Weil diese langwierigen Diskussionen und die dicken Bretter, die da zu bohren sind. Na, Angst nicht. Angst ist immer schlecht. Aber man macht sich Sorgen um bestimmte Dinge, weil man sieht, dass das, was die wirtschaftlichen Grundlagen sind, auf denen wir alle tragfähig bisher gut mit ordentlichem Wohlstand unterwegs gewesen sind, dass da einiges ins Bröckeln gerät, weil man sich nicht mehr daran erinnert, dass die soziale Marktwirtschaft das ist, was tatsächlich das alles für uns erarbeitet hat. Dann eine spannende Podiumsdiskussion, moderiert von Alexander Luko, Pressesprecher des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie Nordmetall. Neben Bernd Buchholz war Henning Förster, Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, vor Ort. Der Linkspolitiker sorgte für gegensätzliche Positionen in der Runde. Förster verteidigte die Wirtschaftspolitik der rot-roten Schweriner Regierungskoalition. Macht das Sinn? Naja, ich nehme die Haltung zur Kenntnis, habe aber natürlich eine eigene, von der ich auch nicht abrücke. Das habe ich ja heute auch deutlich gemacht, was wir mit dem Tariftreuenvergabegesetz wollen und uns erhoffen. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, in den Austausch zu treten, ist nie verkehrt und sich auch die Argumente des anderen anzuhören, gehört zu einem vernünftigen Dialog dazu. Tanja Gönner ist Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, BDI, die erste Frau in diesem Spitzenamt der deutschen Wirtschaft. Gönner kam gerade aus Wismar, wo sie den Holzverarbeiter Egger besucht hatte, eines der größten Unternehmen in Nordwestmecklenburg. Also das Erste ist, was mir schon auch mitgegeben wurde, ist erstens natürlich, dass das Thema Energie und Energiepreise ein Riesenthema ist, jetzt auch hin in der Transformation. Zweitens das Thema Arbeitskräfte, das war sogar noch vorneweg. Im Übrigen, ich spreche nicht mehr von Fachkräftemangel, sondern wirklich von Arbeitskräftemangel. Und das Dritte ist überbordende Bürokratie und Regulierung. Das sind die drei Themen, die mir Eggert mitgegeben hat, die wir aber gerade als BDI auch in einer Umfrage im Mittelstand zurückgemeldet bekommen haben. Nico Fickinger ist Hauptgeschäftsführer gleich mehrerer Unternehmensverbände, AGV Nord, Nordmetall und der Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern. Was fordert der Mann der Wirtschaft von der Politik? Es kommt darauf an, jetzt die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, nicht unbedingt immer zu intervenieren, sondern dafür zu sorgen, dass wir hier gut qualifizierte Fachkräfte haben, dass wir hier Hochschulstandorte haben, die Firmen mit den entsprechenden Fachkräften versorgen können, dass wir eine Infrastruktur haben, die funktioniert. Das sind die Autobahnen, das sind die Datenautobahnen. Und dann brauchen wir auch ein entsprechendes Marketing, dass das Land eben nicht nur, was es auch ist, Land zum Leben ist, sondern eben auch ein Land, in dem man gut arbeiten kann und auch gutes Geld verdienen kann. Trotz der teils gegensätzlichen Positionen redete man an diesem 6. Juni miteinander. Sinn und Zweck eines Unternehmerforums. Den anderen verstehen, Positionen nachvollziehen und im Gespräch bleiben, darauf kommt es heute und in Zukunft umso mehr an. Nicht nur auf Schloss Hasenwinkel.